Die Post ist da! Neue Sonderangebote und Aktionen gibt es auch wieder in den kommenden 4 Wochen. Achten Sie einfach auf das gelbe Apotheke Alte Post Prospekt in Ihrem Briefkasten. Übrigens können Sie ab sofort mit der App Meine Apotheke ganz einfach bei uns bestellen. Probieren Sie es aus! Bleiben Sie schön gesund oder werden Sie es. Ihre Apotheke Alte Post in Marienberg. Tag des Blendwerks ist heute. Was sich dahinter verbirgt, lösen wir gleich auf. Und dann fahren wir mit dem Zug. Also steigen Sie ein in eine neue Woche, in die Karwoche, mit Informationen aus unserer Region und für unsere Region. Heute ist Montag, der 29. März 2021 und hier ist Megional Ihre tägliche Dosis Information im Mittelerzgebirgsfernsehen. Guten Abend und Glück auf, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Der 29. März ist der Tag des Blendwerks. Und wie sollte es bei solchen Tagen auch anders sein? Dieser Tag hat, wie viele andere auch, seinen Ursprung in den USA. Aber auch in Deutschland spielen Illusionen und Täuschungen eine immer größere Rolle. Sebastian Eberlein mit weiteren Hintergründen zu diesem Tag. Heute ist der Tag des Blendwerks. Zugegeben, ich wusste nicht sofort, was ich damit anfangen sollte, doch die Erklärung ist denkbar einfach. Am heutigen Tag geht es um Zauberei, Illusionen, Hokuspokus und Täuschungen. Zu diesem Thema gibt es auch ein paar Fakten, die Sie so vielleicht noch nicht wussten. Die teuerste Zaubershow aller Zeiten kostete 28 Millionen Dollar. Es war Siegfried und Roy, die diese in Las Vegas realisierten bzw. das Geld dafür ausgegeben haben. Auch Tiere können zaubern? 2009 wurde eine Ziege in Nigeria beschuldigt, schwarze Magie zu betreiben. Ortsansässige behaupten damals, die Ziege wäre ein Autodieb, welche ihre Magie dafür einsetzte, nicht erwischt zu werden. Genau. Der erste Hacker war ein Zauberer. Es war Neville Maskelyne. Dieser hackte sich während einer Präsentation eines drahtlosen Telegrafen und verspottete den Erfinder. Das Ganze war 1903. Der wohl tödlichste Zaubertrick ist der sogenannte Bullet Catch. Hierbei fängt der Illusionist ein Schusswaffenprojektil. Bei diesem Zaubertrick starben bereits 12 Personen, die diesen Trick versuchten. Der King of Pop Michael Jackson patentierte Anfang der 90er Jahre Antigravitationsschuhe. Mit diesen war es möglich, sich auf der Bühne einzuhaken, um so den Oberkörper bis zu 45 Grad nach vorn zu lehnen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Trick bzw. einen mathematischen Kniff. Wenn man zweistellige Zahlen mit 11 multiplizieren möchte, geht das ganz einfach auch im Kopf. Zum Beispiel lautet die Aufgabe 43 mal 11. Man addiert einfach die zweistellige Zahl, also 4 plus 3, und erhält als Summe die 7. Die Zahl fügt man zwischen die 4 und die 3 und erhält 473, was die Lösung der Aufgabe ist. Dies gilt mit allen Zahlen, wenn in der Addition der zweistelligen Zahl die Zahl 10 nicht überschritten wird. Sollte dies doch mal vorkommen, dann rechnet man einfach die erste Zahl vom Ergebnis der Additionsgleichung auf die erste Zahl im Ergebnis. Das Ganze würde dann so aussehen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Liebe Zuschauer, in dieser und in der nächsten Woche sind ja Osterferien. Daher hat auch der ÖPNV auf Ferienfahrplan umgestellt. Während die Busse in unserer Region und die Straßenbahnen in Chemnitz im leicht eingeschränkten Ferienfahrplan rollen, sind die Eisenbahnen nahezu unverändert unterwegs. Ob die Verkehrsunternehmen ab dem 12. April zum Schulbeginn in den Regelfahrplan übergehen, das hängt von den weiteren Corona-Entscheidungen der Politik ab. Und wenn sich kurzfristig nichts ändert, plant auch die Preßnitztalbahn über Ostern mit 2 Zügen zwischen Jöhstadt und Steinbach zu fahren. Normalerweise lässt sich das Touristenmagnet im Erzgebirge für die Ostertage auch immer etwas Besonderes einfallen, vor allem für die Kinder. Aber wie schon im vergangenen Jahr ist auch 2021 nichts mehr so wie beispielsweise noch 2016.
In dieses Jahr nehmen wir Sie in unserem nächsten Beitrag mit. Und Sie nutzen vielleicht die Feiertage für eine Bahnreise durch das Preßnitztal. Die Koffer gepackt? Na dann steigen Sie doch einfach mit ein zur Osterausfahrt. Dieser Ton kam von einer 4K, aber es gab noch eine andere Lokomotive auf der Strecke, die Aquarius C. Erinnert Sie nicht diese Dampfpfeife an die Dampfschifffahrt auf der Elbe? Sie war ebenfalls dabei und das zum letzten Mal, die Aquarius C. Und damit herzlich willkommen im Preßnitztal zu Ostern 2016. Verspüren Sie schon den heißen Dampf und das alte Eisen, das wieder in Bewegung versetzt wurde. Auf der 8 Kilometer langen Strecke zwischen Steinbach und Jöhstadt wurde wieder zu Ostern traditionell die Dampfloggen eingesetzt. Im Einsatz zwei Loks der sächsischen Baureihe 4K und eben die Gastlok Aquarius C. Wobei diese 4K 99-15-42 erstmals nach einer Hauptuntersuchung wieder auf Strecke ist. Der Wasserturm in Steinbach, ein beliebtes Fotomotiv, ist zugleich das Wahrzeichen der IG Preßnitztalbahn. Um die 40.000 Besucher jährlich ist der Lohn für diese Mühe. Nun aber zurück zu den Osterfahrtagen 2016. Gerade eingefahren die Aquarius C, eine Gastlok in Richtung Steinbach. Mehr zu dieser Lok erfuhren wir vom Lokführer in Jöhstadt. Stefan Helmert, Lokführer auf Zeit und erfährt was ganz Besonderes. Zwei, drei Sätze zu dieser Aquarius C. Aquarius C ist der Heeresfeldbahn Kriegslok, gebaut 39 von Borsig in Berlin. Eigentlich hauptsächlich für den Einsatz im Krieg, hatten überlebt, ist dann viel rumgekommen, vor langer Zeit in Österreich, ist dann vom Walter Seidenschicker gekauft worden, wurde auch wieder betriebsfähig aufgearbeitet, fuhr eine Zeit lang auf der Insel Rügen und jetzt zurzeit Gastlok im Preßnitztal. Wie kommt es eigentlich zu diesem Farbanstrich? Dieser Farbanstrich stand meines Wissens nach von Walter Seidensticker, der die Loks auch nach seinen Kindern benannt hatte. Also manche denken ja, die fährt hier ein Aue für die Veilchen hier. Na, das nicht. Aber sie wird heute zu Ostern in diesen Tagen die letzte Fahrt bestreiten. Richtig. Sie hat jetzt Fristablauf, das heißt, es steht eine Haftuntersuchung an und die muss erstmal gemacht werden. Du fährst natürlich noch andere Loks, die hier im Einsatz sind. Wir fahren alles hier. Und unterscheidet die sich von der 4K zum Beispiel? Ja, jede Lok hat ihre Eigenheiten vom Feuer her, vom Fahren. Aber Durst haben sie alle? Durst haben sie alle. Und was schluckt denn die so an Kohle bis nach Steinbach? Ja, also hin und rück brauchen wir so 200, 250 Kilo. Seit wann bist du dabei bei der Preßnitztalbahn? Seit 5 Jahren. Was ist der Virus? Was hat dich dazu geführt, hierher zu kommen? Du kommst aus Chemnitz. Richtig. Das ist die Eisenbahn allgemein, der Damm, die Technik. Hier hat man noch was in der Hand, was sich bewegt. Schadiges. Und Dreck, das interessiert dich gar nicht. Nö. Was hast du gerade gemacht? Du hast das Ding sauber gemacht oder wie hast du einen besseren Begriff? Ausgeschlackt. Es bildet sich hin und wieder ein bisschen Schlacke und die müssen wir dann entfernen. Holen wir raus mit der Schaufel und Eisenbahn. Also ein guter Einstand für 2016, aber auch das ganze Jahr über gibt es natürlich Fahrten mit der Preßnitztalbahn. Jawohl, also Ostern ist eigentlich immer unsere Saisoneröffnung und ja, ab Mai fahren wir dann jedes Wochenende mit den Dampflokomotiven bis Ende Oktober. Und dann gibt es zum Jahresabschluss immer noch die Fahrten im Advent und um den Jahreswechsel. Also über 100 Fahrtage kommt da auf jeden Fall wieder zusammen. Und jetzt ein Hinweis für die Wanderfreunde und Spaziergänger, die gern an der Talsperre Seidenbach unterwegs sind.
Die Mauerkrone der Seitenbachtalsperre ist vom 29. März bis voraussichtlich 30. April 2021 wochentags vorübergehend gesperrt. In dieser Zeit wird die im Herbst begonnene Bauwerksprüfung der Staumauer fortgesetzt. Um den Zustand der Luftseite zu erfassen, wird die Staumauer von Industriekletterern vermessen. Die Sicherheitstechnik der Kletterer befindet sich auf der Mauerkrone. Diese darf daher aus Sicherheitsgründen von Besuchern nicht betreten werden. Im gleichen Zeitraum wird auch der Zustand der Staumauer von der Wasserseite aus durch Taucher untersucht. Die Trinkwassertalsperre Seidenbach wurde zwischen 1929 und 1933 gebaut. Sie ist der größte Rohwasserspeicher im Talsperrenverbundsystem Mittleres Erzgebirge. Zusammen mit den Trinkwassertalsperren 19 Hain 1, 19 Hain 2 und Einsiedel stellt sie Wasser für die Versorgung der Großstadt Chemnitz sowie Teile des Landkreises Mittelsachsen und des Erzgebirgskreises bereit. Großrückerswalde. Einbrecher im Keller zugange. Unbekannte haben in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Nacht des 24. März auf den 25. März in der Wolkensteiner Straße Beute gemacht. Die Täter drangen gewaltsam in ein Abteil ein und entwendeten daraus Werkzeug, Nahrungsmittel sowie Haushaltswaren im Gesamtwert von rund 1.000 Euro. Der einbruchsbedingte Sachschaden ist vergleichsweise gering. Olbernhau, Garageneinbruch. In der Nacht des 26. März auf den 27. März hebelten Unbekannte eine Garage in der Talstraße auf. Es wurden ein Druckluftschrauber, ein Akkuwinkelschleifer, eine Poliermaschine und ein Nusskasten im Gesamtwert von 1.000 Euro gestohlen. Ein kühles Wochenende liegt hinter uns, liebe Zuschauer. Jetzt ist erst einmal wieder Zeit für ein paar Tage Frühling und die spannende Frage, wie es denn über Ostern mit dem Wetter aussieht. Der März wird sich auf alle Fälle schön angenehm verabschieden, aber so viel sei heute schon verraten. Zum Start in den April zeigt sich das Wetter von einer etwas kühleren Seite. Doch alles schön der Reihe nach. Heute Abend zeigt sich erst einmal ein leicht bewölkter Himmel und im Laufe der Nacht lösen sich auch die letzten Wolken noch auf, sodass der Vollmond und die Sterne am Firmament gut zu sehen sind. Dieser Vollmond, der erste nach dem Frühlingsanfang, ist auch die Ursache, dass wir am kommenden Wochenende das Osterfest feiern. Und danach richten sich dann auch die folgenden Feste Himmelfahrt und Pfingsten. Doch zurück zum Wetter und zu den Nachttemperaturen. In Olbernhau an der Seigehütte, da sinken die Werte auf 9 bis 6 Grad. In Marienberg auf dem Markt übernachten die Thermometer zwischen 8 und 5 Grad. Und in Schopau an der St. Martin-Kirche lesen wir Werte von 9 bis 5 Grad ab. Der Wind weht schwach zwischen 4 und 8 Kilometern pro Stunde aus südlichen Richtungen. Morgen am Dienstag zeigt sich der Frühling von seiner schönsten Seite. Es bleibt den ganzen Tag trocken und sonnig. Bis zu 12 Arbeitsstunden rechnet Klärchen am Ende des Tages ab. Werfen wir einen Blick auf die Temperaturen. In Neuhausen am Nussknackermuseum erreichen wir Höchstwerte zwischen 10 und 16 Grad. Im Marienberger Ortsteil Gebirge klettert das Thermometer auf 7 bis 15 Grad und in Hohndorf liegen wir bei Werten zwischen 10 und 17 Grad. Fehlt noch der Wind? Er weht schwach zwischen 4 und 8 Kilometern pro Stunde aus Richtung Südwesten. Stellt sich nun die Frage, wie verabschiedet sich der März und begrüßt uns der April? Hier ist der Ausblick auf den Mittwoch und den Gründonnerstag. Am Mittwoch dominiert auch der Sonnenschein das Wettergeschehen. Zur Abwechslung lässt sich mal das ein oder andere Wölkchen blicken. Es erwartet uns ein niederschlagsfreier Tag und die Temperaturen liegen zwischen milden 12 und 20 Grad. Es weht ein schwacher Wind aus Süden. Der Himmel am grünen Donnerstag ist ebenfalls überwiegend sonnig mit wenigen Wolken am Himmel. Es bleibt nach aktuellem Stand auch trocken. Und die Temperaturen klettern auf 11 bis 16 Grad. Und der Wind dreht auf Nordwest und weht leicht zwischen 8 und 12 Kilometern pro Stunde.
Und ab dem Karfreitag wird es dann erst einmal wieder spürbar kälter, auch über das ganze Osterwochenende. Das sei jetzt schon verraten. Doch genauer schauen wir uns das dann morgen hier im Regionalwetter an. Liebe Zuschauer, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung zum Start in die Karwoche. Das war Regional am heutigen Montag. Haben Sie nicht rechtzeitig einschalten können, dann ist das kein Problem. Werfen Sie doch einfach einen Blick in unsere Mediathek im Internet. Unter der Adresse www.mef-line.de oder alternativ www.glückauf.tv. Dort finden Sie unsere Beiträge und Sendungen zum individuellen Anschauen rund um die Uhr. Ich verabschiede mich für heute und wünsche Ihnen einen schönen Abend und später dann eine angenehme Nacht. Machen Sie es gut und bis morgen. Die Post ist da. Neue Sonderangebote und Aktionen gibt es auch wieder in den kommenden 4 Wochen. Achten Sie einfach auf das gelbe Apotheke Alte Post Prospekt in Ihrem Briefkasten. Übrigens können Sie ab sofort mit der App Meine Apotheke ganz einfach bei uns bestellen. Probieren Sie es aus. Bleiben Sie schön gesund oder werden Sie es. Ihre Apotheke Alte Post in Marienberg.